Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich begrüße euch herzlich zusammen mit Marc zu einer Mod-Vorstellung und wir stellen euch heute die Belgic Profond Map in der Low-Version vor. Warum wir jetzt die Low-Version gedownloadet haben, das wissen wir selber nicht so genau, das war mehr oder weniger versehentlich. Aber gut, dann auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen und ja, dann schauen wir uns die Map doch einfach mal an. Gibt es überhaupt noch eine High-Version? Ja. Wieso haben wir sie nicht runtergeladen? Sag ich doch, keine Ahnung. Hättest du ja mal sagen können. Naja, egal. Legen wir gleich mal los. Also, ja, hier haben wir unseren Hof. Wir sind im Moment da drauf, ne? Ich wollte mal noch die Map unten einblenden, dann seht ihr noch ein bisschen Überblick. Machen wir erstmal einen großen Überblick über die Map. So sieht's aus, hier oben. Du kennst die Map mehr als ich. Sag du mal da was dazu. Was soll ich dazu sagen? Ja, also wir haben, zwei Höfe und eine Biogasanlage. Ein Hof hier, wie ihr seht. Und die sind auch relativ nah beieinander. Dann haben wir einen Händler, einen, ich glaube, das ist der Güterbahnhof. Ja. Und hier hinten sind irgendwie noch Weideflächen, meine ich. Wo die Biogasanlage ist, ich glaube, da hier irgendwo. Nee, da, glaube ich. Hier bei dem. Na, wir werden es schon sehen. Wir werden nachher mal einen Traktor drüber fahren. Wir gucken einfach mal. Und diese grünen Punkte hier, das ist, wo ihr Mist abladen könnt. Und die blauen Punkte hier zum Beispiel, das ist, wo ihr Wasser auftanken könnt. Nein, da muss man Wasser hinbringen. Ja, stimmt. Genau, ist nämlich die Schafsweide. Genau, da muss man Wasser hinbringen. Wasser auftanken kann man, glaube ich, hier am Fluss und noch an ein paar anderen Stellen. Aber das, ja, denke ich, werdet ihr dann mit der Zeit rausfinden. Ja, genau. Also unser Hof hier ist so ein sogenannter... Wie hast du es genannt? Mehrstufenhof, gell? Besteht aus genau mehreren Ebenen. Wir haben hier unten einmal diese Ebene, wo wir eben angefangen haben. Und dann kann man hier so hochgehen. Da haben wir nochmal andere Hallen, wo wir halt schon bereits Traktoren und Maschinen auch schon gelagert haben. Was ganz schön hier am Hof ist, seht ihr auch hier, das ist nicht so wie in der Standard-Map bei LS, dass so einfach eine Bodentextur halt für den Hof da vorhanden ist. Sondern ihr habt hier wirklich verschiedene Bodentexturen, wie hier jetzt gerade, ja, so ein geflicktes Loch im Boden. Wir sind auch ein sehr rasanter Bauer. Wir haben hier ganz schöne Bremsspuren. Ja. Aber ich weiß nicht, passt da ein Traktor genauso drüber? Denke ich mal. Ja. Hier haben wir, glaube ich, die... Rein. Wir ersticken. Da ist gar nichts drin. Denn jetzt hier? Dreh dich mal um. Wir ersticken. Ja, da ist nichts drin. Okay. Oh, guck mal, wir ersticken voll in die Scheiße gesprungen. Ja. Okay, wie kommen wir jetzt wieder raus? Okay, egal. Also, hier haben wir erstmal unseren kleinen Profi-Hopper, der steht jetzt bei unserem Haus. Ja. Dass wir aber leider nicht rein können, also das ist ja bis jetzt noch nie so gewesen, dass wir da rein können. Hier drüben, also ihr seht auch, die Straßen hier im Dorf sind relativ schmal, also die Map ist eher was für kleinere Maschinen. Und hier, da geht's zur Schafsweide. Sehr stylisch. Hat was von unserem Aufsitzmäher. Nur, dass der wesentlich größer ist hier, der. So. Ja, genau, also die Schafe, da müssen wir das Wasser, wie gesagt, hinliefern dann für die Schafe halt, ne? Genau, hier unten seht ihr nochmal auf der Map, da, wo der, ja, dieser blaue viereckige Kasten da ist, da müsst ihr eben Wasser hinbringen. Das ist da drüben dieser braune Dings. Und hier drüben... Also da, wo wir jetzt gerade was reinkippen, da kommt das Gras für die Schafe rein. Ich weiß jetzt gar nicht, Schafe hatte ich in LS noch nie, weil mich das irgendwie mit diesem Wolle wegfahren nervt. Oder nerven würde. Und, ja, ich glaube... Oh, ziemlich gut gezielt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da auch Silage oder sowas reinfüllen kann. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob die Schafe auch Silage fressen. Guck mal, hier soll man doch, ist eigentlich viel empfehlenswerter, nicht mit so einem großen Anhänger hinzufahren und es dann so abzuladen, sondern einfach nur mit diesem Profi-Hopper-Dingsbums da. Weil, guck mal, du hast höchstens 2 Tonnen jetzt dann Gras da reingeladen und das reicht für 6 Tage und darfst eh nicht mehr da reinladen. Eben. Das ist ein bisschen blöd. Die Kuhweide ist, glaube ich, auch direkt hier in der Ecke, ne? Wir fahren auch immer sehr schnell in unsere Werkstatt rein. Ihr seht die schwarzen Bremsspuren. Ja. Also, schade, dass da aber keine neuen kommen würden, wenn man so irgendwas machen würde, ne? Ja, das hatten wir ja schon mal angesprochen im Agrarsimulator. Also im Landwirtschaftssimulator, wo wir über den Agrarsimulator gesprochen haben. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich das beim Agrarsimulator cool finde, dass man da eben so Fahrspuren auf der Straße kriegt oder auch auf dem Feld, wenn man da irgendwas macht. Also hier seht ihr den Misthaufen. Auch hier mit den Pfützen, das finde ich cool.
In der High-Version sind, glaube ich, die... Oh, hä? In der High-Version sind, glaube ich, auch die Wassertexturen anders. Also die sind dann nochmal besser als dieses einfach, dass es nur so blau und gleich durchsichtig ist. Also da, wo eben noch dieser Zaun war, in Richtung dieser großen Wiese, das war Richtung Kuhweide halt. Und ja, hier, wie gesagt, ja, hier fahren wir jetzt hier gleich durch das kleine Dorf. Wie ihr seht, sind die Straßen, wie der Marc schon gesagt hat, wirklich ziemlich klein. Für große Maschinen eigentlich sehr schlecht geeignet. Also wenn ihr hier ein Schneidwerk an einem Mähdrescher dran habt, unbedingt hinten auf dem Wagen draufladen. Also sonst kommt ihr nicht durch die Stadt. Und ihr seht auch hier, bis jetzt haben wir noch keine Autos gesehen. Es gibt hier auch keine Autos, die hier rumfahren, ne? Autos gibt's leider keine. Aber wobei, leider, man muss gucken, vielleicht wär's auch mit Autos schlecht, weil wenn einem da eins entgegenkommt, die sind ja meistens ein bisschen dubbitsch von ihrem Fahrverhalten her. Also hier könnt ihr auf jeden Fall euer Mais, Raps, Gerste und Weizen abkippen. Also die Silos sozusagen. Einfach rückwärts reinfahren, genau. Also jetzt sehen. So wie bei den Kartoffeln und Zuckerrüben auf der normalen Map, ist es halt hier jetzt auch bei den anderen Getreidesorten so. Ja, hier haben wir hier eine kleine Kirche. Und ja, sieht aber alles ganz schön designt aus, auch da mit dem Feld. Also schon ganz cool. Hier haben wir auch ein Schild zum Beispiel. Aber alles auf Französisch, glaube ich, oder Belgisch oder was? Belgisch. Sauf Engines, genau. Also, wunderbar, kann man saufen vor der Kirche. So. Hier haben wir ein fertiges Feld. Ich glaube, da sind noch andere Texturen drauf, kann das sein? Also. Die von LSL, oder? Oder wer meinst du das? Ja, Tessmann hat ja zum Beispiel andere. Tessmann? Das ist auch ein Modder. Achso. Oh. Was haben wir hier? Achso, das Feld können wir uns kaufen. Achso, eine Wiese. Das ist eine Wiese. Ah, das ist auch cool. Wiesen, dass man die kaufen kann, das wäre mir auf der Standard-Map auch nicht bekannt. Also da muss man dann erst Gras sehen. Da gibt es auch sogar keine fertigen Wiesen mehr. Gibt's da? Weiß ich gar nicht. Da kommen jetzt schon ziemlich viele Felder hier in der Nähe. Hier gehen auch die Türen automatisch auf. Durch die Traktoren, aber was soll man machen? Besser als wenn der Traktor weggeschleudert würde. Ja genau, das hat man... Hat man ja auch öfters. Was auch gut ist, dass die Felder jetzt einfach nicht so quadratisch praktisch gut sind. Doch hier sind andere Texturen drauf. Ja. In der Standardversion oder auf der Standardmap von LS11, da sind ja, also da sieht der Mais ja, der blendet einen ja direkt. Aber hier ist er richtig schön grün und alles. So realistisch eher, ne? Genau. Also mehr halt wie in echt aussieht. Ne? Genau. Das wollte ich jetzt sagen. Keine quadratischen Felder, sondern halt diese, ja, eher realistischen. Richtig. Naja, aber gut, in echt gibt es aber auch ein paar Felder, die also ein bisschen eckig so angeordnet sind. Ja, hat aber man ja hier die 10 zum Beispiel, die ist ja auch. Ja, aber manche sind natürlich auch ziemlich schräg. Aber guck dir mal die 21 an, die ist natürlich auch ziemlich lustig. Da ist so, ne, ist nicht gerade schlecht. Kommen wir bestimmt noch gleich vorbei. Ja. Oh. Ja, die. Hat so ein Grasdings in der Mitte. Ich glaube, da hinten, genau, das ist die 4. Die hat auch nochmal so ein Hochspannungsmastleitungsdings da. In dem Ding. Ja, halt so da drauf. Ja, wobei diese Teile, weil die Helfer, entweder klatschen sie dagegen. Wie beim Baum halt, ne? Genau. Oder, die Helfer, ja, sehen halt eben drumrum. Aber, ja. Was haben wir hier? Verkaufsstelle, da drin kann man anscheinend Eier verkaufen, oder was war das? Ja. Eier. Und ein Hufeisen kann man auch sammeln. Wunderbar. Ein Futtertrog? Das ist eigentlich eine Wanne zum Ausbluten von Schweinen, aber gut. Guck mal, kannst du, ist die Garage, geht die auch wieder, wo da diese Fahrspuren hängen? Nee, die, ach, da guck mal, da ist was zum Abkippen. Ah ja, genau, das für Trade. Ja, die Trailer dann da, um da hinzufahren mit dem Anhänger und dann ja, da genau. Abkippen. Ja, genau. Was man da ab? Gammwert. Gut. Ja, da ja, steht kommt dann da? Da kann man, schätze ich, Wolle dann verkaufen. Abladen da so, ja. Was hat man hier drüben? Da ein Geldautomaten. Häuschen. Ja. Da haben wir einen Grashaufen hinterm Haus. Ja, da gucken wir aber schlecht mit dem Traktor hin. Nee, das ist wahrscheinlich so für einen Profi-Hopper. Boah, bis dahin ein Profi-Hopper. Wo ist denn hier irgendwo der Shop? Da ist er, genau. Ja, hier. Für Deutz Fahr. Gut, okay. Auch ganz gut designt, aber. Ja. Ja, hier liegt noch. Was soll das denn sein? Fast. Achso, das sah gerade aus wie ein Kehrwesen. Ah, wunderbar. Echt, hier gibt's nicht. Naja, dann, du meinst. Abgelehnt, naja, ich hab's gesehen. Hier, da, ja. Gibt da manchmal diese Frontbesen, so. Naja. Gut, was haben wir hier noch? Ja. Naja, da werden wahrscheinlich dann die Maschinen stehen, wenn man einen kauft. Kann man ja mal ausprobieren. Wie? Kaufen wir mal irgendwas. Wir haben nicht viel Geld. Kauf eine Palettengabel.
Ach, da du liebes Kuh. Nee, die sitzt ja dann da, das da, die D1 da. So, genau. Ist die wahrscheinlich so. Nach vorne, erst wenn es vorne voll ist, kommen die nach hier hinten wahrscheinlich. Genau. Ja, nehme ich auch an. Ja, jetzt getestet und so. Erstmal alles voll kaufen mit so 1-Euro Sachen. 1 Euro. Guck mal, fahren wir da rückwärts ran. Das ist dann da auch was. Was soll man hier abladen am Shop? Nee, ist doof. Ja, ich schätze mal. Ja, da muss man da aussteigen, dass die auch. Nö. Nee. Na, egal. Nee. Achtung. So, dann fahren wir wieder runter, oder? Na, super. Ja, wo ist denn jetzt die Sämaschine? Hä? Ist die gleich beim Hof? Geh mal zum Hof. Wir waren doch beim Shop, oder? Na, sicher. Hä? Da steht sie. Da steht sie. Da, genau, in die Richtung, wo wir nicht geschaut haben. Also doch hier hinten. Oh. Dann lass halt jetzt dran. Stört ihn ja nicht, oder? Nee. Sollte zumindest. Gut. Ja, dann Shop haben wir jetzt ausgiebig gezeigt. Fahren wir mal weiter nach links. Richtung Feld Nummer 1, genau. Ich weiß nicht, Feld Nummer 4 scheint mir bis jetzt so das größte zu sein. Da ist, glaube ich, das ist ein Mist. Das kann man mal zeigen. Ja, das ist Mist, das Grüne, ja. Genau. Ja, hatten wir ja vorhin schon gesagt. Hier, da könnt ihr dann euren Mist zwischenlagern, sozusagen. Und wenn ihr dann Dünger streuen wollt oder halt eben Mist fahren wollt, dann müsst ihr nicht zwischen Hof und Feld die ganze Strecke hin und her fahren, sondern könnt euer Mist einfach hier zwischenlagern und dann, ich weiß gar nicht, muss man den dann dahin fahren oder? Wahrscheinlich, ja, wie soll er denn sonst dahin kommen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht wird er ja automatisch dann da irgendwie halt hingedingst. Du meinst, gehen alle hoch und immer wenn man irgendwo was holt, dann geht alle wieder runter. Weiß ich, nein! Ach, egal. Ja. Achso, da müsste man immer überall. Ich dachte jetzt, dass wenn. Normalerweise hat man ja nur eine Mistgrube. Und die füllt sich ja auch, aber wenn man jetzt mehrere Mistplätze hat, dass sich die dann vielleicht irgendwie alle gleichmäßig füllen, aber je nachdem, in welchen man dann halt eben reinfährt, der entleert sich dann halt. Das soll, ja, eine Waage für, was ist das? Ach, das ist der Güterbahnhof. Da müsst ihr hier oben drauf fahren. Wie im Stand, in der Standardmap dann da abladen. Genau. Ah, das ist das Doofe hier, da müssen wir aber wahrscheinlich hier vorne dann auf, da, ja. Nicht darunter. Ja, aufpassen, ne? So, gut. Und da kann man, was ist das? Das sind auch nochmal irgendwelche Silos, aber was da rein soll, pff, keine Ahnung. Das ist nochmal ein Unterstellstand. Würde ich sagen, wechseln wir nochmal zu einem anderen. Ja, der steht auf dem Hof. Der auch. Ah ja, hier könnt ihr die Kartoffeln und die Zuckerrüben zwischenlagern. Mhm. Das ist jetzt auf dem Hof, wo wir angefangen haben, ne? Ja, das ist so genau gleich geblieben wie auch im Standard. Wo kann man da jetzt? Da geht's auch noch irgendwo hin? Na, schönes Wasser laufen. Nach Spüse hier. So. Was ist das? Ja, kaputte Ziegelsteine, also so zur Show halt. Ah, so ein bisschen. Ist auch noch ein Fall. Mit drin verstecken. Alles so halt hier zum Unterstellen von Fahrzeugen. Genau. Ja, das finde ich eigentlich gut. Hey, guck, kommt man da rein? Geh mal bitte da halt. Guck mal, krieg ich mal links, weiter links, links. Kommt da vorne rein? Da, ja, da kommt man rein. Links, links oder unten. Das ist eine Einfahrt, ja. Dann kommt man von der Straße runter. Genau. Und dann kommt man, wir wollten nochmal zur Biogasanlage, oder? Wo geht's denn eigentlich dahin? Da ist ein großes, mal links, guck mal links, guck mal links, da oben. Soll das See sein? Das ist das. Das ist der Fluss. Ja. Das ist so cool. Dann geh halt durch, da oben ist ja die Biogasanlage. Links, links. Links? Lauf dahin, du bist eh schneller, als wenn du im Traktor dahin fährst. Links? Da, geradeaus jetzt, ja. Hä, nee, das ist die Schafs-, die Kuhweide, oder? Die Kuhweide ist doch beim Hof. Da. Nee, das ist doch die Schafsweide. Die Schafsweide ist hinterm Hof. Da waren wir doch mit dem Amazon und Profi-Hoffer. Ist gerade ganz verwirrt, oder? Naja. So. Da. Oh, ne? Also, die Hecken haben auch keine Kollision, aber die. Oh, die auch nicht. Aber die Zäune, na wunderbar. Kommen wir nicht durch. Kann man einmal ausrum, aber wir können mal den wunderschönen Blick dieser Map genießen. Also was ich sagen muss, die Bäume gefallen mir sehr gut. Ja, trotz Low-Version finde ich das jetzt gar nicht so schlecht irgendwie, dass es so low ist. Die Schranke ist schon auf. So low. Ja, also die Qualität halt. So. Ah, da haben wir auch ein schönes Stoppschild. Naja, die Wagen gehen wahrscheinlich immer noch nicht, aber das ist ja... Nee, aber es gibt mittlerweile einen Wagenmod. Aber das bringt ja eigentlich nichts unbedingt, oder? Nee, das ist nur so Spaß. Alter. Aber wir haben schön große Silos. Aber der Boden ist da irgendwie so ein bisschen... Da haben wir eine Delle drin. Naja, egal. Okay.
Ja, und da drüben ist halt der Fermenter, ne? Ja, zum da reinladen halt dann mit dem Feuerzeug. Okay, dann wechseln wir jetzt nochmal. Ja, so viele Maschinen haben wir eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, hier habt ihr halt eben den so eine Art, da könnt ihr noch eure Spritzen auffüllen. Und hier drüben, keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich irgendwie ja andere Düngerzeug oder die Sämaschine vielleicht. Ja, stimmt, da steht so ein Saatgutsack. Könnte sein. Könnte sein, ja. Naja, gut. Okay. Also, ja. Ja, wir haben euch jetzt eigentlich die Map schon den Hauptteil davon gezeigt, was es hier so interessant Spannendes gibt. Und ja, also ich bin der Meinung, dass es schon mal ziemlich gut ist. Also auch die Low-Version, wie schon gesagt, ziemlich gute Qualität. Falls euer PC es schafft, könnt ihr euch aber die High-Version runterladen. Link findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich auch. Ich finde die echt cool. Also. Aber man muss es nochmal sagen, die Map ist nix für große Maschinen. Also es ist mehr so für schon die hier drin sind. Also Rübenroder, denke ich, würde noch gehen, aber wenn ihr dann. Aber knapp hier um die Ecke ist ziemlich eng mit dem Rübenroder. Ja, das wird schon. Beziehungsweise man wird dann halt hier ein bisschen unrealistisch fahren und durch Schilder durch und so, aber das ist mehr. Jo. Gut, aber sonst ist die Map wirklich gut designt, wir können es euch sorgenlos empfehlen. Oder ja, ladet euch einfach mal runter. Ist auf jeden Fall gut, können wir euch empfehlen, genau. Und ja. Das war's dann auch schon von der Motorvorstellung. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dann bis zu einer nächsten Motorvorstellung. Euer Line Gamer 1. Und der Marc. Ciao, genau, haut rein. Bis dann. Ciao.